So Leute, hier ist wieder euer Casino-Kontrolle. Ich hoffe, es geht euch allen ganz gut und ich hoffe, euch regt meine monotone, schlecht gelaunte Art letztens nicht zu sehr auf. Ich möchte das Ganze ja eigentlich weder so monoton noch so pessimistisch aufziehen. Nach kontinuierlichen Verlusten geht aber selbst meine Euphorie und mein Optimismus verloren. Schaut mir es bitte nach und drückt mir einfach mal die Daumen, vielleicht läuft's ja in Gronkhs Gems etwas besser. Ich bin allenfalls zurück im Geschäft und das wie gehabt mit einem etwas zu groß geratenen Guthaben. 123.000 Euro sind objektiv gesehen deutlich zu viel, trotzdem werde ich mich mit dem Guthaben halt an ein paar Gronkhs Gems Bonus Buys probieren. Drückt mir also gern jetzt schon die Daumen, ich probiere mich gleich mal an ein paar Bonus Buys. Bevor es soweit ist, möchte ich aber kurz ein paar Worte zur Slotwahl verlieren. Ich habe mir den Slot ja auch mit einem gewissen Hintergedanken ausgesucht. Ich hatte hier nämlich meinen bis dato einzigen Hexo-Maximalgewinn. Zwar auf einen irrelevanten Einsatz, ein Maximalgewinn war es aber auch so. Und genau auf einen zweiten der Art hoffe ich heute. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, ich gehe das Ganze auch optimistisch an. Der erste 10.000 Euro Bonus ist auf jeden Fall meiner. Ich kaufe mir hier den Mini-Bonus, ich finde den einfach etwas interessanter. Und ich hatte im Mini-Bonus halt auch schon einen Maximalgewinn. Vielleicht mag ich den deshalb etwas lieber, vielleicht liegt es auch am Design. Wir schauen uns den Spaß auf jeden Fall an. Im Bonus bräuchte ich 5er Clusterverbindungen. Jede Clusterverbindung schaltet mir das Symbol auf der obrigen Walze bzw. Leiste frei. Im besten Fall schalte ich alle Symbole inkludiert den Rubin frei. Und dann fehlen halt nur noch ein paar Collector Drops, das sind diese Diamanten. Mit ein paar solchen und ein paar guten Base Tumbles könnte man wirklich so einiges gewinnen, wobei die Betonung halt immer auf könnte liegt. Ich hatte hier zwar einen Maximalgewinn, die Chance auf einen Max-Win ist aber auch so kaum gegeben. Die liegt wohl bei um die 0,0 irgendwas Prozent. Wir machen uns also gar nicht mal zu große Hoffnungen. Ich schaue mir den Spaß einfach an und das eigentlich mit recht viel Erfolg. Der erste Bonus ist ja mal ein profitabler und das ist für so einen hochvolatilen Slot beziehungsweise für so einen hochvolatilen Bonus ja gar nicht normal. In den meisten Fällen kriegt man nichts. Ich starte hier aber mal mindestens mit einem Profitbonus. Mit einer Menge Optimismus könnte es sogar ein etwas besserer werden. Ich habe hier mal die lilanen Symbole. Ich könnte die Blues verbinden. Die sind sogar, jetzt fehlt ein Collector. Oder Yellows. Oder halt nichts. Das Spielprinzip habt ihr, glaube ich, eh schon durchblickt. Ist jetzt nicht sonderlich interessant. Finde ich aber mal besser als den Top-Bonus. Und da ich es eben besser finde und ich ohnehin hier eine gewisse Prejudice aufweise, kaufe ich mir halt den Bonus. Bis dato eh mit verhältnismäßig viel Erfolg. Jetzt nicht im monetären Sinn. Trotzdem ist es aber halt mal ein Profit-Bonus. Und ein Profit-Bonus ist als oben fürs Video ja nicht mal so schlecht. Mit den Sternen wäre man noch etwas besser gefahren. So sind es aber mindestens 4.500 Euro Profit. Das ist besser als nichts. Dank des Profits gehen wir auf 200, wobei ich das auch ohne Profit gemacht hätte. Ich habe ja schon einen gewissen Plan im Sinne. An den werde ich mich auch recht sicher halten. Vielleicht mit super viel Erfolg. Ein guter Max-Win auf einen 200er wäre traumhaft. Das wäre 7.500x auf einen 200 Euro Spin. Wenn es kommt, gibt es Grund zu feiern. Wenn es nicht kommt, muss halt wieder mein Ledger bluten. Mal mindestens bis zu einem gewissen Maximum. Ob ich jetzt das ganze Monat mir Tag ein, Tag aus solche großen Freispiele kaufe, werde ich noch entscheiden. Ich habe mir das nämlich etwas anders ausgemalt. In meinem Kopf oder halt in meinem spielsüchtigen Kopf hätte ich nämlich mit einem guten Start gerechnet und irgendwie gleich mal mit ein paar netten Hexer gewinnen. Dann würden mir diese Sessions auch deutlich weniger wehtun. So ist das Ganze dann aber doch nicht nur nervlich anstrengend, sondern auch finanziell. Ich bin jetzt ja in ein paar Tagen um die 230.000, 240.000 Euro im Minus. Wenn sich das Guthaben hier auch noch in Luft auflöst, sind es schon 400.000 Euro. Nee, das ist falsch, dann sind es 340.000 Euro. Soweit kommt es hoffentlich aber gar nicht. Ich kriege jetzt einmal auf einen 350 Euro Basebet einen guten Bonus.
hoffe ich mal mindestens. Es sieht halt wieder übel aus. Mal mindestens auch in Betracht des Placements, in Betracht der Collects. Es ist ein 350 Euro Basebet. Und ich krieg einen 1000 Euro Collect. Da wird mir fast schon wieder übel. Das sind halt 35.000 Euro, die ich hier angezündet habe. Und das ohne irgendwelchen Spaß oder Erfolg. Einmal hoch gehen wir trotzdem noch auf 50 und dann sind wir das Guthaben eh sicher schon los. Wobei ich das Ganze so optimistisch wie möglich angehe, gib mir einen Break-Even. Einfach einen Break-Even, einfach ein bisschen Cashback. Collector oder Sterne. Besser als nichts, sagen wir mal so. Langsam bin ich mir aber gar nicht mehr sicher, ob ich Hexo mehr verabscheue oder Pragmatic. Ich habe hier jetzt echt auch ein paar nette Klatschen kassiert. Das ist halt die nächste im Bunde. Ich krieg überhaupt nichts. Einfach überhaupt nichts. Ich kaufe mir aufgrund dessen einfach auch ein 33.000 Euro Feature. Das müsste jetzt schon 400x ausspucken für einen Break-Even. Sonst liegt die Hoffnung in den regulären Spins. Oder mal in ein paar Collectern. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt dafür. Ich habe ein paar Symbole freigeschalten. Krieg nichts. Gutes Brett eigentlich. Ja. Aber ein gutes Brett bringt dir ohne Verbindungen halt auch nichts. Das ist dead. Und das ist ein 33.000 Euro Bonus, der, so wie es aussieht, nur einen Tausender ausspuckt. Nee, also bitte. Ich reiß mich jetzt echt zusammen, dass ich hier nicht komplett einen nervlichen Kollaps krieg. Das war aber wieder bodenlos. Also mir fehlt es da fast schon an Worten. Der erste Bonus war irgendwie halbwegs ansehnlich. Nachher hat er einfach nichts mehr. Einfach gar nichts. Einen Bonus werde ich mir recht sicher auch nicht erspinnen. Da stehen die Chancen einfach nicht für mich. Letzten vier Spins. Machen wir aber auch so noch, dann werde ich wohl nachzahlen. Was irgendwie mit einem schlechten Magengefühl. Aber, na, was soll ich sagen? Dass ich keinen Spaß hatte, ist jedem klar. Dass es mich aufregt, ist auch klar. Dass ich mir anders ausgemalt hatte, ist auch klar. Trotzdem kann ich die Vergangenheit nicht reversieren. Es regt mich einfach nur auf, dass Glücksspiel selbst mir schon einige Türen im Leben verbaut hat. Ich habe jetzt in den letzten 3 Jahren wirklich Unsummen verzockt. Schaut's mir also bitte auch nach, wenn ich mich früher oder später an ein Casino verkaufe. Sonst ist der ganze Spaß einfach für mich nicht mehr finanzierbar, mindestens nicht auf Langzeit. Aber ich glaube, das versteht ihr eh. Cheers!